Zeitton. Willkommen zum Zeitton-Magazin in der nächtlichen Stunde des 28. November. Willkommen heißt sie Irene Suchy. Willkommen Markus Kupferblum, Georg Steker, Juri Eberhartz und Thomas Deschi. Anlässlich der Herausgabe eines neuen Buches von der verdienstvollen Edition Atelier von ihrer Verlegerin Angela Heide betreut und auch initiiert, ist ein Buch entstanden, Fragen an das Musiktheater. 10 Fragen an freie Wiener Operngruppen zum Gegenwartsmusiktheater, zum zeitgenössischen Musiktheater. Was bewirkt so ein Buch? Was kann so ein Buch, was eine Opernaufführung nicht kann? Und natürlich steckt da eine Initiative dahinter, gemeinsam eine bestimmte Plattform zu betreten, also gemeinsam sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Gemeinsam kann man sich in dem Fall, also es geht jetzt hier um 13 Musiktheater, die in Wien arbeiten, nur präsentieren, indem man auch auf seine Unterschiede hinweist. Und so ein Buch präsentiert natürlich erst einmal, es ist ja schnell zu lesen, es sind 10 kurze Fragen, es sind 10 relativ gespannte und überschaubare Texte, die da entstanden sind. Und man kann schnell durchblättern und springt quasi von einem Kontinent in den nächsten Kontinent und sieht, glaube ich, zuallererst mal ja, die Unterschiede. Die Antworten auf die Fragen beziehen sich natürlich auch auf den Hintergrund, der in den Opernaufführungen nicht unmittelbar sichtbar ist oder wo man das Ergebnis nicht dafür hernehmen kann, dass dann auch von der Bühne stattfindet. Grundsätzliche Auseinandersetzungen über das Verhältnis von Musik zu Text zum Beispiel, in den Kopf hineingeschaut dieser Musiktheaterproduzenten und Produzentinnen, was das Zeitgenössische daran ist, wie wichtig Crossovers heutzutage auf Bühnen sind, also dieses ganze Denken. Also die Fragen, die gestellt worden sind, sind zum Beispiel das Verhältnis Text-Musik, sind die Arbeitsabläufe, die Produktionsabläufe, wer gibt überhaupt die Idee für ein Stück, wie definiert ihr euch oder wie definiert ihr das Motiv der Arbeit? Es geht sehr stark um das Publikum. Da ist gerade das Musiktheater eine Quadratur des Kreises, weil es sich auf der einen Seite eben am Theater und auf der anderen Seite an der Musik festmacht und diese freie Szene beweisen muss, dass sie a. professionell arbeiten kann, b. Künstler hat, die sich was dabei denken, was sie machen und wo es nicht letztlich nur um Provokation, also sozusagen die schwarzen Peter der ganzen Kulturszene sind, sondern die sehr wohl eigenständig arbeiten können. Das Buch ist eine Standortbestimmung und ist so eine Betrachtung des ästhetischen, künstlerischen Status von Gegenwartsmusiktheater. Also wo stehen wir, was haben wir bis jetzt gemacht, was gelingt uns, wie denken wir? Markus Kupferblum, sind da spezifische österreichische oder gar Wiener Parameter zu sehen an dieser Bestandsaufnahme? Würden Sie, wenn Sie das vergleichen mit Szenen, die Sie aus Ihren Gastregien kennen? Ich beschreibe 13 ganz konkrete Wiener Musiktheatergruppen und in anderen Ländern funktionieren Produktionsabläufe natürlich ganz anders und was halt in Wien sehr auffällig ist, dass es eine vollkommene Abwesenheit von irgendeinem künstlerischen Diskurs gibt, auch einem intellektuellen Diskurs, aber nicht nur im Rahmen des Musiktheaters, sondern es ist ja eine unglaubliche Leere, die hier stattfindet. Und da ist dieses Buch einmal eine Positionsbeschreibung von 13 Gruppen, die sich zu einer Plattform zusammengefunden haben und miteinander kommunizieren. Zähle ich meine gefangenen Gedanken.
Versicherung. Zweiter Ausschnitt aus War Tactics von Thomas Deji, Musiktheaterproduzent und Leiter der Gruppe Zoon. Im Studio sprachen anlässlich der Buchveröffentlichung Fragen an das Musiktheater Markus Kupferblum, Georg Steker, Juri Eberharz und Thomas Deji über das neue Musiktheater. Man sprach über Desiderata für das freie Musiktheater schaffen. Es gibt in Wien, um über Wien zu sprechen, ein Raumproblem, ein Spielorteproblem. Und anbetracht der Bedeutung von Musik und Musiktheater in Österreich ist es wirklich erstaunlich, dass es kein Haus bis heute gibt, das sich dezidiert dieser Art von Kunst, diesem Musiktheater, also einer Form, einer Überform der Oper, widmet. Oder? Und Georg Steger, Sie haben ja vorher die Balance zwischen Sprech- und Musiktheater in den Mittelbühnen genannt. Gruppen, die hier produzieren und wir rechnen es auch ganz gerne mal zusammen, die 15 bis 20 Produktionen im Jahr zum Großteil Uraufführungen auf die Bühnen in Wien bringen, wo auch immer. Die werden also im gleichen Maße gefördert wie eine einzige Mittelbühne in Wien von Geld der Kommune, also von der Stadt Wien. Wo ist eine Mittelbühne für Musiktheater? Ich möchte auch noch was anfügen. Die gibt es nicht. Es ist nämlich so, zu Recht bekommt das Musiktheater im Verhältnis zum Sprechtheater in der freien Szene viel mehr Geld. Aber es gibt keine Räume dafür. Es wird also offensichtlich dem Sprechtheater mehr Vertrauen entgegengebracht als dem freien Musiktheater. Und ich glaube, das ist auch eine Aufforderung an uns natürlich, an Musiktheaterproduzenten, zu zeigen, dass sehr wohl Vertrauen entgegengebracht werden kann, auch von der Seite der Politik, gegenüber dem, was wir tun. Weil niemand weiß, was ist das eigentlich, dieses Musiktheater? Bitte zeigt uns jetzt eure Erfolge. Etabliert diese Kunstform bitte mal und dann schauen wir weiter. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch. Und dafür ist das Buch auch da, dass es sichtbar macht und zeigt, was ist geleistet worden. Es ist auch eine Bilanz. Es nähert sich der Advent. Welche Wünsche haben wir noch? Ob die Oper des 21. Jahrhunderts an die Staatsoper gehört, möchte ich bezweifeln, weil ich halte die Oper für ein Modell des 19. Jahrhunderts, das durch und durch hierarchisch aus einem Bürgertum heraus kam, immer weiter vergrößert wurde. Das ganze Worte Patrin singen, um diesen Raum zu füllen, das hat überhaupt nichts mehr mit unserem Leben zu tun. Also für mich ist die Staatsoper so wie das Kunsthistorische Museum, Punkt. Also wir müssen natürlich weiterhin Mozart bis Puccini spielen, das ist keine Frage, es gibt ja nichts Besseres. Aber es gibt ja sehr wohl sehr gute neue Dinge. Nur ich glaube nicht, dass die in die Staatsoper gehören. Also wenn die Anforderungen bei meinen Stücken so sind, dass der jetzt körperlich fit sein soll, dass er sprechen können soll, dass er auch was singen soll, dann muss ich ihm sozusagen in meiner Probenarbeit quasi da eine Zusatzausbildung geben, indem meine Proben halt 10 Wochen dauern, bis er das auch kann. Das Bedürfnis kann man so formulieren, leben und arbeiten. Das Modell, auch die Idee einer utopischen Kunst, also wir haben da viel entwickelt Ende des 20. Jahrhunderts, aber wir haben es nicht geschafft, im selben Maß wie die Kunst utopischer geworden ist, die Gesellschaft mit uns mitzunehmen. Im Gegenteil, die Gesellschaft hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Hoffentlich behält die Kunst noch die Möglichkeit des Korrektivs dieser Gesellschaft. Welche Art von Technik dafür notwendig ist, das weiß man nicht. Und deswegen kann man auch eine Ausbildung, glaube ich, nicht auf die Zukunft hin projizieren. Im Gegenteil, indem man sagt, man
man muss mit einer Ausbildung bestimmten Techniken nachgehen, musealisiert man sozusagen das Neue schon über die Forderung der Ausbildung danach. Wir brauchen die Möglichkeit zu arbeiten, und zwar langfristig, um mit einem Ensemble zu arbeiten, und wir müssen diese Techniken, die wir brauchen, gemeinsam entwickeln, und zwar innerhalb der Arbeit. Wichtig sozusagen für die gesamte Kultur eines Landes, dass es Ausbildungsstätten gibt, die mit anderen Techniken als den nur sozusagen im Mainstream vorkommenden was zu tun haben. Deswegen, damit ein Bewusstsein für diese Kunst entsteht und damit man sie auch leben können lernt. Ja, also ich glaube auch, dass die einzige wirklich seriöse Möglichkeit, Musiktheater zu machen, dass auch die Zukunft des Musiktheaters ist es, ein Ensemble zu betreiben. Und es ist sicher nicht die Aufgabe einer Hochschule, sondern es ist die Aufgabe des individuellen Ensembles, dann gemeinsam eine Musiktheatersprache zu entwickeln. Und dazu braucht man Zeit und dazu braucht man einen Raum. Und ich glaube, mit den mehrjährigen Förderungen gibt es da eine große Chance. Aber es muss eine Verhältnismäßigkeit hergestellt werden zwischen den großen Kulturtankern, die wir haben in Österreich, und den Leuten, die tatsächlich zeitgenössische Kunst tun und leben. Und da ist es noch ein großer Handlungsbedarf. Aber wie der Jüri sagt, also es geht nicht um Wünsche, es geht um klare Bedürfnisse, und die werden bestehen, solange es hoffentlich noch Künstler gibt. Und aus einem guten Theater strahlt immer eine Heilkraft auf die Gesellschaft aus.